Neulich hatte ich mit Kirby Blessers auf Twitter eine kleine Diskussion über Rufnummernsuche. Denn eigentlich wäre alles ganz einfach. Es gibt eine DIN-Norm, wie man Telefonnummern schreibt. Und es gibt unzählige Varianten, wie Leute Telefonnummern schreiben. Also richtig wäre eben sowas hier. Oder sowas. Oder sowas. Oder sowas. Was aber tatsächlich passiert, sind Kuriositäten, wie zum Beispiel hier plus 49 minus Klammer auf 0, Klammer zu. Oder Schrägstrich oder was weiß ich. Und die Idee für das Video ist jetzt im Endeffekt so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich tatsächlich so nach Rufnummern suche und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit die Rufnummern händisch in unterschiedlichste Varianten bringen, kann ich mir auch vom Computer helfen lassen. Ja, also. Und zwar wäre die Idee, sich jetzt ein kleines AWK-Skript zu schreiben. Ich nenne es Telefon-Ohr-Verknüpfung.awk. Ich nehme wieder den VI oder Vim. Ihr könnt als Texteditor nehmen, was ihr wollt. Nano oder sonst irgendwas. Ist mir wurscht. Ich möchte gerne meinen Vim nehmen. So, als erstes lege ich mal so ein bisschen die Grundstruktur eines AWK-Programms an. Zuerst gibt es den Beginnbereich. Und in dem Beginnbereich kann ich dann zum Beispiel Sachen vordefinieren. Dann kommt der Bereich, der für ja, jedes Mal stattfindet. Und oben drüber Taylor AWK Ruf immer in gut auf Ruf. Also wie rufe ich das auf? Mit Echo Vorwahl Rufnummer und pipe das Ganze an AWK-F und die heißt Tenor.AWK. So ist es gedacht. Und was brauche ich noch? Na, ich brauche zum Beispiel eine internationale Vorwahlkennung. Internationale Vorwahlkennung, die ist zum Beispiel für Deutschland plus 49. So, und dann kann ich eben jetzt hier reingehen und zum Beispiel sagen, erstmal Echo Vorwahl Rufnummer. Nein. Dollar 1 und Dollar 2, denn das wurde ja übergeben. Und es ist natürlich nicht Echo, das wäre Bash, sondern es ist natürlich Print Dollar 1, Dollar 2. Dann wird praktisch es ohne Leerzeichen zusammengeschrieben. Print Dollar 1. Dollar 2, jetzt wird es mit Leerzeichen geschrieben. Print Klammer auf Dollar 1 Klammer zu Dollar 2. Da ist meistens ein Leerzeichen dazwischen. Ja. Genauso Print Dollar 1 Dollar 2 mit einem Schräger dazwischen. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal wiederholen für internationale Vorwahl. Da
dazu nehme ich den Sub-Befehl. Ich suche nach der 0. Sub nimmt nur das erste Auftreten, ersetze es durch inf und das in der Variable intel, also internationale Telefonnummer, und tel ist gleich $1. So, und jetzt könnte ich hier natürlich weitermachen, print int tel und $2. So, jetzt habe ich ziemlich viel geschrieben. Vielleicht sollten wir das Ganze mal ausprobieren. Echo 089123123 AWK-FTenor.AWK wird nicht funktionieren, weil ich muss erst noch in mein Verzeichnis Skripte rein. Und wir sehen schon, der hat es jetzt in diese unterschiedlichen Formate gebracht. Das kann man jetzt hier nach dem Schema einfach noch viel weitermachen. Lustig wird es, wenn ich jetzt Trennungen noch mit reinmachen möchte, also Leerzeichen rein erzeugen möchte oder ähnliches. Dazu könnte ich mir eine Funktion bauen. Und zwar eine Funktion. Und die heißt make Nummer und make Nummer Number, und die übergibt jetzt praktisch eine Nummer und oder Number, und ich übergebe die Anzahl der Stellen und ich übergebe, ob die erste Ziffer einzeln sein soll, und ich übergebe das müsste so schon mal reichen. Und diese Funktion soll jetzt praktisch meine Nummer ein bisschen schöner machen. Und zwar print if einzeln ein einzeln yes ist, dann soll er hergehen und soll printf ein Substring machen, und zwar auf die Substring auf die Nummer, und das ausgeben und danach ein Leerzeichen. Damit steht die erste Stelle jetzt einzeln da. Genau, dann brauche ich die Länge der Rufnummer. So. Und dann baue ich jetzt eine kleine Vorschleife. I gleich Hans. Nee. If einzeln yes. Einzeln 1. I gleich 1 plus einzeln. Damit soll er starten.
Also entweder soll man bei der 1 starten oder wenn ich die führende 0 schon hier verwendet habe, soll er eben eine 1 dazu zählen. I kleiner len und dann i gleich i plus die Anzahl der Stellen, die wir definiert haben. Und printf substr $1 von der Nummer auf i mal als so. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, was ich mir da überlegt habe. So. Und zwar print make number von $1. Anzahl soll 2 sein und einzeln soll 0 sein. Also dass die erste Stelle nicht da sein soll. Hm? So, mal einen kleinen Test. Aha. Ja, für die Fehlersuche habe ich mal kurz ausgemacht gehabt. Im Endeffekt habe ich zu kompliziert gedacht. Ich muss natürlich hier kleiner gleich und nicht nur kleiner Länge angeben und dann funktioniert es in beiden Variationen einwandfrei, dass alle Ziffern mitkommen. Genau. Und da kann ich dann natürlich hinten dran dasselbe Spielchen eben mit der Rufnummer machen, indem ich hier schreibe make nur auf $2 mal 2,1, was weiß ich. Und ich kann natürlich auch hergehen und hier wieder irgendwelche Formatierungen drumherum bauen, wie zum Beispiel sowas. Und dann so, kleiner Fehler. Ist da die Klammer jetzt wieder weggegangen. So. Was ist das jetzt für ein Effekt? Was? Wieso hängt jetzt die Klammer ganz hinten? Mag der das nicht so? Naja, man kann da auch tricksen. Print F. Dann teilt man es halt auf mehrere Zeilen auf, dann ist der Fehler hoffentlich auch weg. Genau. Und so kann ich jetzt natürlich auch noch längere Rufnummern übergeben und so weiter.
Also ihr seht schon, dadurch wird man recht flexibel und kann sich wirklich eine große Menge an unterschiedlichen Rufnummern bauen, an unterschiedlichen Formaten. Und hinterher hat man diesen kleinen Programmaufruf, den man dann natürlich jetzt noch ein bisschen dahingehend verändert, dass man nur noch mit Printf arbeitet, weil ich möchte ja jeweils jetzt diese OR-Verknüpfung haben, die ich dann einfach nach Google kopieren kann. Und Printf, ihr könnt es in meinem ABK-Tutorials sehen, der macht einfach keinen Zeilenumbruch. So. Aber zum Entwickeln war es schöner, das jetzt ein bisschen untereinander zu haben. Ich breche jetzt an der Stelle ab. Ihr könnt euch das ja vorstellen. So, und dann wird hier einfach so eine OR-Verknüpfung von der Rufnummer zur nächsten Rufnummer zur nächsten Rufnummer. Hier habe ich ein Leerzeichen vergessen. Zur nächsten Rufnummer. Und so habe ich dann eben eine ganz komplexe Google-Suche für diese Telefonnummern in unterschiedlichsten Schreibweisen. Ja, das war zum Thema OR-Bilder für Telefonnummern. Viel Spaß beim Entwickeln. Macht's gut. Ciao, ciao.